Cheeseburger kriegt Ketchup, Senf und Gürkchen. Mal gucken, ob der dann besser läuft. So, wo sind meine Gäste? Ich hätte gerne die Gedanken nochmal. So lange warte ich nicht. Dieser ganze Müll. Kann ich so viel ausgeben für die Toilette? Jetzt aber. Ich hatte doch bei Toiletten. Was kosten die 10 Cent? Zwanzig. Ja, mach mal 10, komm. Monatliche Betriebskosten 100. Einnahmen 0. Komm, also 10 Cent könnte abdrücken fürs Drücken. 10 Cent könnte abdrücken fürs Abdrücken. Na, ich finde, jetzt könnte man eigentlich, wir haben jetzt drei Attraktionen, könnte man eigentlich die Ticketpreise nochmal leicht hochsetzen. Machen wir mal 12 und 9. Hier gibt es nicht genug zu tun, meinen die Leute. Jojo, ich brauche nochmal ein bisschen Kohle und dann läuft das schon. Ich muss hier irgendwie die Warteschlange noch verschönern. Das geht so nicht. Und nochmal ein Pelmchen hier. Hä? Habe ich die jetzt in die Luft gebaut? Ich will die verschieben. Oder ich muss. Kann doch die Palmen nicht in die Luft bauen. Das geht doch nicht. So, und dieser Tank war eigentlich echt cool hier. Ah, jetzt. Wenn man Y gedrückt hält, kann man den hier anbringen. Warum gehen die da nicht rein? Die kommen alle hier runtergelaufen und gehen da nicht rein. Was ist hier los? Kann man da auch die Gedanken anschauen über die Leute? Ist so teuer, ne? Da kann man mal 57 erstmal. Wartung, Betrieb anpassen. So viel bezahle ich nicht. Weil die kommen alle hierher und dann bleiben sie. Ah, dann gehen sie wieder. Aber wenn die eh schon alle hier unten sind, könnte ich jetzt gucken. Ich habe 2,5. Ah, ich wollte noch. Da war doch ein Darlehen auf dem Park. Da wollte ich nachschauen. Darlehen. 10.000. Zurückgezahlt habe ich 12% mit 750 pro Monat. Ich mache jetzt mal. Doch, wir lassen es jetzt bei 750, weil ja gut Geld reinkommt im Moment. Aber ich muss hier irgendwas hinbauen. 6,6, 14.000, 3.700. Ja. Ich baue jetzt noch eine Attraktion, dann versuche ich mal irgendwas Neues zu erforschen. So, was haben wir denn noch nicht? Eine fette Schiffsschaukel. Die sind alle so groß, die Sachen. Ist ja unglaublich. Wieso geht es hier nicht? Hier ging es. Also Kickflip haben wir da. Psychola haben wir oben. Rocktopus. Das sieht doch eigentlich nach Spaß aus. Da können sie nämlich. Das bauen wir jetzt einfach mal dahin. So. Dann machen wir den Eingang da. Den Ausgang machen wir hier. Und dann Eingang mit Weg verbinden. Erstmal machen wir einen normalen Weg. Hier lang, genau.
So, dann machen wir eine Kreuzung darüber. Was ist jetzt los? Den zweiten Stern habe ich gekriegt für monatlicher Profit $2.100. Sehr gut. So einmal. Und vor allem will ich, dass die da hochkommen. Jetzt hier rüber. Nein, 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 nein. Ah, die sollen noch darüber kommen. Wie geht das? Wie kann man hier Kurven machen, ey? Wie kann ich eine Kurve machen? Ach, das ist auch noch viel zu niedrig, sehe ich gerade. Egal, sonst lösche ich den einfach wieder. So. Dann machen wir jetzt hier den Weg. Ich will keinen geraden Weg machen. Das ging doch vorhin auch ganz easy. Oder habe ich jetzt eine Warteschlange aus Versehen hingebaut? Und das würde natürlich einiges erklären. So, wir gehen mal von Besucheransturm aus. Ich scheine echt eine Warteschlange gemacht zu haben. Dann ist ja klar. So, da könnt ihr wieder direkt zurück auf den Weg. Muss da noch ein paar Bänke hinbauen und so, ne? Szenerie. Kunst vom Weg Extras. Sowas genau. Da waren sie. So, nicht auf den Weg, sondern hinter den Weg. Mit Mülltonnen daneben. Läuft. So, dann gucken wir hier nochmal an. Ne? Was kostet denn der Spaß? 4,50. Machen wir mal 4. Und eröffnen. Yay, yeah, eröffnet. Jetzt muss ich da natürlich noch irgendwie... Ich muss hier unten auch noch einen Burgerstand oder irgendwas hinmachen, ne? Einen Laden, ey. Erste Hilfe, Geldautomaten, Souvenirläden habe ich keine. Imbissstände. Passt halt alles voll dich in die Szenerie rein. Dann mache ich jetzt mal Forschung starten. Kann ich da... Ach, ich muss was Bestimmtes erforschen, oder was? Kosten 3000 bis 4500. Hä, kann man da immer nur was Bestimmtes erforschen? Was wollte ich jetzt eigentlich? Ein Souvenirladen, ne? Ja, dann machen wir jetzt einen Souvenirladen. Dann kann ich eingeben, wie viel Geld ich dafür ausgeben will pro Monat. Ah, und je nachdem dauert es dann länger oder kürzer. Na, dann geben wir einfach mal 300 aus. Ich meine, theoretisch habe ich die ja. Oder machen wir 500 hier. 21 Tage noch. So, was haben die Leute gemeint? Finden die Wartezeit zu lange. Dann können wir aber den Preis auf jeden Fall nochmal erhöhen, wenn da so viele Leute anstehen. So, dann müssen wir irgendwas an den... Es muss mindestens halb besetzt sein. Aber das ist vermutlich immer voll besetzt. Minimum Wartezeit.
40 Sekunden. Und maximal nach 90 Sekunden geht's los. Jawohl. So. Dann schauen wir nochmal an, was meine Attraktionen und Läden hier machen. Aha. Also, dass die Toiletten und der Geldautomat, dass die jetzt keinen Gewinn abwerfen, ist in Ordnung. Aber zum Beispiel Betriebskosten kann man da ein bisschen im Zaum halten. Also, die Betriebskosten hat man ja, aber dass das natürlich nicht komplett ins Budget reingeht, kann man da ein bisschen was für verlangen. Wobei 50 Cent hier echt noch günstig ist eigentlich. Ach, das benutzt keiner. Liegt vielleicht auch daran, dass man gar nicht so viel Geld ausgeben kann. Dann machen wir halt mal 10 Cent für den Anfang. Wenn einer für 10 Cent einkauft, ist es besser, als wenn 0 für 50 Cent das machen. Also Geld abhebt natürlich. So, meine Läden machen alle Gewinn jetzt. Auch der neue Milchshake. Ich habe jetzt ernsthaft 3 Milchshakes, ne? Naja. Aber sie machen alle Gewinn. Wie gesagt, also ich mache hier echt mit den Fressbuden und so, mache ich meistens, also wie gesagt, ich habe früher das Rollercoaster Tycoon 1 und 2 schon viel gespielt. Da habe ich meistens den Mega Reibach gemacht, während die Fahrgeschäfte so vor sich hin dümpelten. Die Spaßbremse macht mittlerweile einigermaßen Gewinn. Octopus und Kickflip müssen noch ein bisschen warten. Gucken wir doch mal, ob die Spaßbremse jetzt mittlerweile eine Warteschlange. Alter, was ist hier los? Was ist denn hier los? Guck mal, was hier los ist. Was da abgeht. Unglaublich. Finden die Leute das zu teuer? Was ist mit dem Fahrgeschäft los? Die kommen alle hier runter. Und dann sammelt sich das hier. Dann muss ich hier eigentlich eine Fressbude hinmachen, ey. Das sehe ich schon richtig, oder? What? Nee, in die Warteschlange geht das nicht. Wie riesig ist der Imbissstand? Da unten sind die Imbissstände drin, ne? Das sehe ich schon richtig. Erreichen die das jetzt, wenn ich das so hinbaue? Ich check's nicht ganz. Da muss ich das so bauen. So ging es. Aber dann ist ja der Dings total auf dem Weg drauf. So, und da muss ich jetzt eine Bude reinbauen, oder? Das ist der Imbissstand. Ach, jetzt. Ein Hotdog Squad ist da drin und ein Chief Beef. So, da gibt's alles extra für 12 Dollar. Und da gibt's Ketchup, Gürkchen und Senf. Geöffnet, sehr gut. Und der Hotdog gibt's auch Ketchup, Gürkchen, Senf, Zwiebeln und Chilisauce. So. Kommen die Leute da jetzt hin? Sorry. Weil ich raff das tatsächlich nicht ganz. Die laufen jetzt hier runter. Und nachher hier raus. Kann ich da noch, muss ich da noch einen Weg reinbauen? Ah, hier Wege, ne?
Ich habe keine Ahnung, ob meine Besucher jetzt in dem Teil einkaufen können oder nicht. Auf jeden Fall machen wir hier noch ein Bänkchen hin. So, und eigentlich sollte ich da noch eine Toilette in die Nähe machen. Sehen wir dann, ob das Teil Gewinn abwirft oder nicht. So, da stehen sie ein bisschen an. Die Warteschlangen-Szenerie ist nicht sonderlich hübsch, sagen die Leute. Kann man da noch was dran machen? Requisiten. Oh, da gibt es wieder eine Riesenauswahl. Design, Piraten. Nein. Einen Piratenbrunnen kann man da machen. Passiert auch irgendwas oder ist der einfach nur da? Oh, ich habe gerade keine Kohle mehr. Ich sehe gerade, ich bin im Minus. Jetzt kommt wieder ein bisschen Kohle rein. Da ein Schädellaternenpfahl. Oh, das ist schön, da leuchtet es dann noch schön aus. Das ist super. Kann man die ganze Warteschlangen-Szenerie nämlich noch ein bisschen aufwerten. Ich weiß gar nicht, warum das geht, aber ich habe den Totenkopf gerade schon wieder hier draufgesetzt. Was? Verkäufer haben gekündigt? Dann sollte ich schnell Personal einstellen. Eine Türe Verkäufer hier. Techniker, Hausmeister. Animateure. Habe ich jetzt keine Verkäufer mehr oder was? Personal. Das sind alles Verkäufer. Wenn die nicht zufrieden sind, dann kriegen sie einfach ein bisschen mehr Kohle. Wie kann ich da jetzt einen neuen einstellen? Oh nein. Personal. Hausmeister, Techniker und Animateure. Aber wieso kann ich keine Verkäufer einstellen? Jetzt geht's den Bach runter. Wie konnte das passieren? So, da muss ich jetzt mal hin. Zu Chief Beef. Hier, ich muss doch irgendwie einen Verkäufer einstellen können. Ah. Wie kann ich den jetzt annehmen? Nee, hat er jetzt wieder einen Verkäufer? Da steht doch jetzt wieder einer drin, ne? So, und da. Verkäufer auswählen, jawohl.
Gut, wie komme ich da jetzt hin? Ja, Chief Beef war das. Chief Beef ist offen. Cosmic Cow ist jetzt auch wieder offen. So, Chief, die machen Verlust. Liegt eventuell daran, dass sie nicht. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Pause. Das da machen wir weg. Total unnötig. Was ich nämlich brauche. So ein Ding, was da hoch geht, irgendwie. Hier hoch. Ich habe leider keine Kohle mehr. Häuschen forsche ich eigentlich immer noch. Neue Entdeckung, eine Ladenmarke, yay! Ich brauche jetzt aber wieder Kohle, Leute. Wo geht denn die ganze Kohle hin? Ich habe doch vorhin so Geld gescheffelt. Schauen wir noch mal. Da ist die Warteschlange einigermaßen voll. Dann machen wir da jetzt 7. Ach, machen wir 8 Dollar. Egal. Das passt wohl vom Preis her so. Da ist sie auch relativ voll, da kann man noch mal ein bisschen erhöhen. Ich sollte vielleicht auch das Teil hier, die sollte ich erstmal wieder schließen, damit es kein Geld kostet, bis ich es angeschlossen habe. So, dann gucke ich jetzt noch mal ans Personal. Personal. Wie geht's meinem Animateur? Dem geht's gut. Wie geht's den Putzkräften? Na, denen geht's nicht so gut. Zufriedenheit ist schlecht. Den Verkäufern geht's auch nicht so gut. Ja, komm, krieg ich noch ein bisschen Gehaltserhöhung, dann geht's ja auch besser. Habe ich keine Techniker mehr oder was? Ich habe keine Techniker. Ich war eigentlich der Meinung, ich hätte ein Minimum ein. Oh, ich krebs hier gerade rum und mache keine wirkliche Kohle mehr. So, jetzt haben wir 120 Dollar. Ich muss dieses Teil. Da oben müssen die Leute rein. Wie kriege ich jetzt den Weg dahin? Mann, ich will doch das einfach nur verbinden. Ja, so, genau. Und ist da noch auf der anderen Seite? Oh nein, jetzt habe ich wieder. Ach nee, geht. Ich dachte, ich habe die Kamera wieder kaputt gemacht. So, und wieso geht das nicht? Das muss steiler gehen. Steiler. Ja, das war gerade richtig. Genau. Der Weg kommt jetzt hier einfach weg.
Da müssen sie nämlich da durchlaufen. Geschickt gemacht. Nein! So. Nein, jetzt habe ich den Weg immer noch nicht. Jetzt passt. So, dann kann man nämlich hier auch eröffnen. Genau. So, jetzt können wir wieder ein bisschen Kohle scheffeln. Jetzt muss ich mal gucken, wer hier nicht die Verkäufer, die kann mal weiterbilden, dann ist sie auch wieder ein bisschen fröhlicher. Nicht genug Geld zum Weiterbilden. Also der Techniker, der muss ein bisschen mehr Kohle verdienen auf jeden Fall. Puh. Wieso sind denn hier immer noch 5 Benachrichtigungen? Wie kann ich die löschen? Ach, vielleicht so. Jetzt muss ich mal gucken, was meine Besucher so meinen. So lange warte ich nicht. Ganzer Müll. So viel bezahle ich nicht. Ja, dann machen wir es jetzt einfach so. Dann machen wir die Eintrittspreise für den Park noch mal ein bisschen runter. Auf 11,50 und auf 8,50. So, und dann hatte ich jetzt hier einen neuen Laden, ne, den ich erforscht habe. Achso, ich habe keine Kohle dafür. Bitter, bitter, bitter. Wie hieß der? Wie hieß denn der? Ach, Souvenirladen war das. Hüte. Gut, kostet aber halt einiges an Kohle. Ich muss hier mal weniger verlangen, damit die Leute da eher hinrennen. So, dann machen wir maximale Wartezeit runter auf 90 Sekunden. Jo. Also wenn wir es deutlich günstiger machen, dann kann man hier vielleicht auch mal für ein bisschen Warteschlange sorgen. Die Warteschlange hier, ja, da habe ich vielleicht zu teuer gemacht. Potenzielle monatliche Einnahmen 8,48. Profit 2,28, Profit im letzten Monat 5,45. Insgesamt hat es aber Minus gemacht, dieses Ding. Was wohl an den Baukosten liegt, nehme ich mal an. Also auf jeden Fall macht Profit. Ich gucke mir gerade nochmal die Übersicht an, über meine Fahrgeschäfte. Also, die Toiletten machen durchaus ein bisschen Minus. Es hebt einfach keiner Geld ab, es ist ja faszinierend. Die Läden machen alle Plus, außer die 2,9, aber das wird noch. Und die Attraktionen machen teilweise Minus. Wie kommt das jetzt? Oh, ich habe nur 450 Profit gemacht in diesem Monat. So, jetzt sieht es aber alles schon mal deutlich florierender aus. Was macht mein Kredit? Zu 27% zurückgezahlt. Ich glaube, dass das eigentliche Ziel von diesem Szenario ist, den Kredit zurückzuzahlen. Ne? Das ist halt die Frage. Das, was ich hier habe, muss ich jetzt zum Laufen halten und am besten noch ein, zwei Sachen dazu bauen, um noch mehr Kohle zu scheffeln. Aber das sieht bis hierher ganz gut aus eigentlich. Es sind viele Leute da. Da wird es dann langsam auch der Punk abgehen. Ja, das wird, das wird, das wird. Diagramme.
Schauen wir mal. Die Baukosten steigen. Barmittel von 10.000 auf etwa 0 runter. Die Läden. Ja, okay, da kommt wieder Geld rein. Der Gewinn war schon mal besser. Jo, kann jetzt gar nicht so viel ablesen auf Anhieb. Personal nochmal schauen. Da, den Techniker muss man auch mal weiterbilden langsam. Kostet 290 Dollar. Ja, komm, das ist drin. Oh, der Techniker ist nicht zufrieden. Den können wir mal weiterbilden. Da ist er direkt wieder zufriedener. Allerdings, jetzt ist er weitergebildet, ne? Läuft herum, hat wenig zu tun, aber ist trotzdem unzufrieden. Sehr gut. Erscheint Profi. Eine Inspektion letzten Monat. Genau, der verdient nicht genug, sagt er. Ich weiß noch nicht, was er verdienen will. So, wer ist noch nicht zufrieden? Der hier, was sagt der? Ihm ist langweilig. Ernsthaft? Dann sage ich Ade. So, wer ist noch unzufrieden? Also ich habe den jetzt nicht entlassen, weil er unzufrieden ist, sondern weil ihm langweilig ist. Ziemlich durchschnittlicher Job, ja. Man könnte dich weiterbilden. Kriegst noch ein bisschen mehr Kohle, so. Wie viel Techniker? Jetzt bin ich wieder raus aus dem Menü. Wie viel Techniker habe ich denn? Zwei. Ja gut, für drei Fahrgeschäfte. Was sagt der so? Mein Job ist toll, meine Arbeit macht mich so glücklich. Und er sagt, ich bekomme so viel Geld, mein Gehalt ist riesig, yay, hat trotzdem wenig Arbeitslast. Gut, wie sieht's mit Müll aus? Oh ja, da ist einiges an Müll. Da auch. Wie wär's, wenn ihr zu was soll ich die fortbilden? Genug Mülltonnen. Ich hätte jetzt noch eine Putzkraft eingestellt. Komm, eine noch. So, und mehr Mülltonnen bauen. Jetzt ist die Frage, wo waren die Mülltonnen? Aktuell. Ja, Fassmülltonnen. Pflanze jetzt mal an jede Ecke so eine Mülltonne. Vielleicht erledigt sich das Problem dann irgendwann. Hey Leute, wie sieht's hier aus, ganz ehrlich? Aber hier liegt echt viel Müll rum, wenn man sich das mal so ansieht. Da geht's jetzt noch. Aber gerade im Eingangsbereich etc., da ist schon arg vermüllt. Das hier ist auch so ein totes Eck, ne? Das ist nur zum Zeit-Totschlagen, während sie da alle laufen. Sehr schön, da könnt ihr nämlich mal ein bisschen putzen hier. Wie war das Problem auch wieder in den Griff? So, jetzt muss ich allerdings schauen, dass ich hier wieder Kohle ran schaffe. Die Fahrgeschäfte machen alle Gewinn, wenn auch nicht viel. Was denken die Leute über Kickflip? Die Warteschlangenszenerie ist langweilig. Und die habe ich doch schon aufgewertet mit hier toten Köpfen. So viel bezahle ich nicht, sagen viele. Was macht man da? Die Läden werfen jetzt alle gut Geld ab. Yay, da haben schon zwei Leute was abgehoben von ihrem Bankkonto. Sehr gut.
So, ich pausiere an dieser Stelle mal. Ah, das hat schon wieder Spaß gemacht. Das fesselt mich. Ich merke, ich kann das schon wieder stundenlang bauen und machen und tun. Und dran rumtüfteln, ob man jetzt ein bisschen mehr Salz in die Burger macht oder keine Ahnung. Eher auf die Pommes natürlich. Ja, ich bin jetzt noch nicht komplett durchgestiegen mit den Burgerbuden und so zum Beispiel. Ich finde es aber super, dass man die so in die Szenerie einbauen kann. Ja, das Spiel wird mich wieder viele, viele, viele Stunden meines Lebens kosten. Ich hoffe, ihr seid bei einigen dabei. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier, mir dabei zuzuschauen, wie ich die Welt von Planet Coaster erkunde. Lasst mir doch ein Abo oder ein Like da. Abo natürlich, dann werdet ihr immer informiert, wenn ich irgendwie ein neues Video hochlade. Oder ein Like oder Kommentar, wenn euch das Video gefallen hat. Macht mir Verbesserungsvorschläge. Was kann ich an meinem Park noch besser machen? Wie kann ich mehr Geld rausholen? Ich muss alles wissen. Ich habe noch keinen richtigen Plan von dem Spiel. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder rein, wenn ich Planet Coaster spiele oder irgendwas anderes. Schaut mal auf meinem Kanal, was da noch so abgeht. Bis zum nächsten Mal. Adieu.